achieved with CryEngine 3. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute und in nächster Zeit Archeage. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist ein kostenloses MMORPG. Und das könnt ihr euch kostenlos runterziehen und dann sofort anfangen zu spielen. Den Link zu der Seite werde ich euch natürlich in die Beschreibung setzen, wie alles immer. Und ich werde dieses Spiel nicht alleine spielen. Wir hatten ja bei dem Projekt Minecraft Adventure Map, haben wir ja mit dem Kevin von Maximum Gaming zusammengespielt. Und mit diesem werden wir dieses Abenteuer bestreiten, weil das hat uns beiden so viel Spaß gemacht mit dem Zusammenspielen, dass wir gesagt haben, okay, komm, wir suchen uns was aus, wo wir nochmal zusammenspielen können. Und dann haben wir uns dieses Game ausgesucht. Allerdings werden wir es jetzt so machen, dass wir die Folge 1, die Charaktererstellung machen. Und es wird halt jeder einzeln machen. Und ab Folge 2 werden wir dann zusammen anfangen, uns ins Abenteuer zu stürzen. Das Spiel wird alle 2 Tage wird es rauskommen, also nicht jeden Tag, aber es wird alle 2 Tage werden wir eine Folge raushauen und da könnt ihr dann entscheiden, ob ihr entweder bei mir guckt, was natürlich super geil wäre, oder ob ihr halt beim Kevin guckt, oder ihr könnt einfach 2 Fenster öffnen und könnt es bei beiden Seiten gucken. Macht ihr bei einem den Ton weg und beim anderen lässt ihr den dran und legt die Fenster einfach nebeneinander, dann könnt ihr das aus beiden Sichten gleichzeitig sehen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Serverauswahl. Und wir gehen nach Melisara. Und drücken einfach mal verbinden. Ladebildschirm. Es lädt und lädt. Also das Spiel sieht schon richtig geil aus. Ich habe vorhin mal kurz reingeschaut. Hab mir auch mal einen Charakter gemacht, den werden wir aber nicht benutzen. Wir werden jetzt einen separaten Charakter machen. Und dann werden wir uns das Ganze mal anschauen. Also, wir können jetzt hier ein Volk auswählen. Ich muss halt auch sagen, die Musik ist halt auch richtig geil. Das ist jetzt ein Muyan. Das ist, glaube ich, ein Mensch. Wir machen mal weiblich. Weil ich kann ja männlich und weiblich zeigen. Das ist der männliche. Das ist der weibliche. Wir fürchten den Tod nicht. Die Nuyan, auch Erstgeborene des Kontinents genannt, besitzen eine zutiefst spirituelle Kultur, in deren Zentrum die Anbetung von Nui steht, der Göttin des Jenseits. Die verehren die Traditionen, Schönheit und Harmonie ihres gefallenen Reiches und kämpfen furchtlos dafür, diese Eigenschaft ihrem neuen Land zu bringen. Okay, sieht schon ganz nice aus. Dann haben wir die Elfen. Nicht so verwechseln mit den Elben. Da gibt es nämlich Unterschiede. So sieht der männliche aus. Aha, aha, aha. Weiblich. Elf. Das Blut des Lebens ist die Ehre und das Blut des Todes ebenso. Elfen leben zurückgezogen und tief verborgen im Wald und meinen andere Völker so weit wie möglich. Auch wenn viele sie um ihre Schönheit beneiden, so ist ihr Verhalten doch für viele unverständlich. Sie hoffen auf einen ehrenhaften Tod und begeben sich daher oft absichtlich in Gefahren. In ihren Augen ist die größte Ehre, die Elfen zuteil werden kann, die Rache für vergangene Niederlagen. Also eher ein stolzes Volk. Dann haben wir die Vierern. Das sind so Katzenmenschen. Boah, der Katzenkerl sieht aber mal voll fett aus, ey. Guck mal, der Unterschied. Achtung. Boop. Boop. Klaue zu Erde, Blut zu Wasser, Fang zu Wind, Fell zu Feuer. Die rastlosen,
nomadischen Vierern durchstreifen die Wälder und sie werden getrieben von ihrem Traum, die Natur zu beschützen und erneut zu vergangenem Ruhm zu gelangen. Sie glauben fest daran, dass alles Leben, wie klein es auch ist, nicht nur wertvoll ist, sondern in der Natur eine wichtige Rolle spielt. Jeder Firan muss danach trachten, seine Bestimmung zu finden und seinen Beitrag zu leisten. Sieht auch ganz nice aus. Und dann haben wir die Harani. So sieht die Frau aus. So sieht der Mann aus. Wir mögen uns beugen, aber niemand vermag es uns zu zerbrechen. Harani sind Überlebende im wahrsten Sinne des Wortes. Manche mögen was auch immer tun, um zum Erfolg zu gelangen, aber dabei zugrunde gehen. Harani allerdings tun, was auch immer notwendig ist, um zu leben. Praktisch veranlagt, gerissen und familienorientiert, überrascht es niemanden, dass die Stärke ihres neuen Königreichs der ihrer verloren gegangenen Königreichs in nichts nahesteht. Okay, also ich finde die ganz geil. Ich denke mal, wir sollten... da hat es mich gerade gejuckt. Ich denke mal, wir sollten die nehmen. Die ist so ein bisschen japanisch angehaucht, finde ich jetzt. Und dann können wir hier unten wählen, was für ein Buff wir ihr mitgeben. Das ist einmal Portalmeisterschaft. Die Weitläufigkeit des Reiches der Harani hat seine Bewohner gezwungen, Reisen durch den Einsatz von Portalen zu beschleunigen. Was die Wirkzeit und den Cooldown der Fähigkeit Rückruf 30% verringert. Das ist also schon mal sehr praktisch. Und das zweite ist Urwaldzähmer. Die Besiedlung der Dschungel von Mahadevi hat die Harani gelehrt, effizient zu arbeiten, sodass sie zur Holzgewinnung und für das Sammeln von Kräutern benötigte Zeit reduzieren. 10%. Ja, okay. Also ich würde sagen, der Buff ist wichtiger, wenn wir mit zurück müssen. Oder hat die jetzt beide? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die hat beide. Und dann gehen wir mal zum Erscheinungsbild. Jetzt können wir die hübsch machen. So, wir können die Haare auswählen. Dann wollen wir doch mal rumgucken. Das sieht ganz geil aus. Das ist auch so ein bisschen japanisch. Yeah, Lady Gaga. Die haben aber viel Auswahl, ne? Was man so machen kann. Aber ich finde, die sieht so ein bisschen kindlich aus irgendwie. Eine kindliche Kriegerin. Hier, die Haare sind noch ganz schön, oder? Was meint ihr? Ach, Gesicht kann man auch auswählen. Haare. Wir können der Lila eine Haare machen. Cool. Yeah, voll pink. Sieht auf jeden Fall cool aus. Es ist schwer, sich dafür etwas zu entscheiden. Aber wir wollen ja, im Endeffekt ist es ja ein Fantasy-Game. Und ich finde, da können wir schon ein bisschen auf die Kacke hauen, oder? Und da können wir, was Farben und sowas angeht. Das ist ganz cool. Gesicht wählen. Huch. Ey, die Haare wollten wir doch aber nicht. Sehen aber alle so... Oh mein Gott, wie ist die denn geschminkt, bitte? Hier, guck mal, ich finde... Aber die hat so komische Schielaugen. Oder? Die hat aber ein ganz cooles Gesicht. Wo waren jetzt die Haare, die wir hatten? Die hier, ne? Ich kann mich nie entscheiden bei sowas, ne? Ich hasse das. Weil ich mich einfach nie entscheiden kann. Oder wir nehmen die Haare.
Aber die sieht dann irgendwie nicht so aus wie eine Kriegerin, oder? Dunkle Haare. Boah, ich kann mich da nie entscheiden. Blau? Na. So ein Dunkellila ist doch ganz geil. Ich denke mal, wir lassen die Haare. Dann die Augen. Details. Oh, Jesus, was kann man da denn alles einstellen? Ist ja fast wie bei Sims. Das ist ja jetzt wieder was für mich. Na, hier. Huch. Vertikale Position. Oh, nee. Augentiefe? Was ist denn Augentiefe? Lidhöhe Mitte. Ach, das ist das. Alter, wie viel gibt's denn da bitte? Braunbreite. Ih, wir können da zusammengewachsene Augenbrauen machen. Geil. Wimpernlänge. Machen wir ganz hoch. Braundicke. Wirb. Wirb. Nee. Braunwinkel. Oh, guck mal, so ein trauriges Gesicht. Nein, dann machen wir schon so Kriegergesicht. Brauntiefe. Braunhöhe. Nein. Dann machen wir so Pupillen. Alter, was man da alles einstellen kann. Das ist ja Wahnsinn. Ganz ehrlich, welches MMO bietet einem denn sowas? Aber ich glaube, so kann man das lassen. Die Brauen. Ach, guck mal, hier kann man wählen. Ja, sieht schon ganz geil aus. Was ist hier mit sowas? Oh Gott, dann war es gerade gut, dass wir eine extra Folge gemacht haben hiervon. Sonst das würde ja ewig dauern ansonsten. Yeah, yeah! So eine zusammengewachsene Augenbraue. Find ich geil. Aber wir wollen ja einen hübschen Avatar haben, ne? Guck mal, das kann man doch lassen, oder? Oder ist es so arg? Ich denke, ich werde... Das sieht irgendwie... Also ihr könnt ja gerne, wenn euch das überhaupt nicht interessiert, könnt ihr ja gerne dann einfach zur zweiten Folge vorspulen. Aber ich finde halt, das gehört dazu und das muss schon ein bisschen passen, weil wir spielen dann die ganze Zeit mit diesen Charakteren, ja. Und wenn das dann scheiße aussieht, dann müssen wir da einfach weiterspielen. Oh ja, wir nehmen so ein... Oh, geil. Guckt euch mal die Augen an, Alter. Ein bisschen dunkler vielleicht. So. Oh ja, das könnte gut passen. Stil. Achso, hier haben wir noch die Nase. Guck mal. Details. Nasengröße. Vielleicht nicht ganz so eine dicke Nase im Gesicht. Nasenhöhe. Okay. Nasenbreite. Nasenspitzenwinkel. Schweinchen. Yay. Nasenschärfe. Was ist denn die Nasenschärfe? Ach, das hier. Irgendwie haben wir da jetzt voll die Zinkennase gemacht. Ich weiß auch nicht. Nasenflügelbreite. Oh yeah. Nee, wir machen da eine süße kleine Nase. Ich glaube, das reicht auch schon, ganz ehrlich.
Okay, bestätigen und der Mund. Ich glaube, wir machen da so einen Schmollmund, oder? So ein ganz süßer. Vertikale Position, nein, das tut mir leid. Lippenwicke. Wir machen da so Schlauchboot. Lippen. Lippenform. Da ändert sich irgendwie mal gar nichts. Mundwinkeltiefe. Lächeln, Stirnrunzeln. Ne, wir machen da so ein Schmollmund. So. Oberlippenform. Oberlippenbreite. Yeah, nee. Nee. Oberlippenhöhe. Ah, das geht schon. Unterlippenform. Unterlippenhöhe. Unterlippentiefe, Unterlippenform, Mundwinkelmuskeln. Herrje, was man da alles einstellen kann, ey. Offenheit. Ach, wir können der voll den süßen Lachmund machen. Warte mal. Lippenform. Oberlippenform. Oberlippenbreite. Weg. Oberlippentiefe. Unterlippenform. Ja, aber Offenheit. Ich glaube, wir machen nur so einen Spalt. Guck mal. Das sieht hier aus wie die Kriegerin, so. Zähnenbreite. Herr Jemine, ey. Zähnenlänge. So, bestätigen. Den Kopf kann man lassen, würde ich sagen. Style. Dann schminken wir sie mal. Gucken wir mal. Das sieht schon ganz geil aus. Augen-Make-up intensive machen wir komplett dunkel. Das soll ja auch jeder sehen, ne? 11 Seiten, ernsthaft. Gott, das sieht irgendwie... Naja, ein bisschen nuttig aus. Das sieht ganz gut aus. Seit 5 merken wir uns mal. Oh, was ist das denn? Oh, das sieht... Aber ob wir so ein Tattoo dann die ganze Zeit haben wollen, das ist dann die andere Sache. Weil irgendwann sieht man sich da echt satt dran. Gerade bei solchen Spielen. Aber das ist gleich wieder... Okay. Das würde ganz gut aussehen, finde ich. Aber ich glaube echt, dass man da irgendwann die Schnauze voll hat, wenn man das die ganze Zeit sehen muss. Ich weiß nicht. Ich kann mich da immer nie entscheiden. Das ist immer... Das sieht dann wieder so arg aus. Seite 5. Das hier. Schau mal, das sieht doch ganz gut aus. So. Ah, die Haare. Ich weiß nicht. Sollen wir die Haare lassen? Wir gucken gleich nochmal wegen den Haaren. Gesichtsrötung. Nee, ich glaube, Gesichtsrötung lassen wir weg. Lippenfarbe. Machen wir ein nuttiges Rot. Geht es hier nicht? So ein richtig rotes. Nee, ich würde sagen, dann machen wir eher so ein zartes Lila. Nein. Eher so ein bisschen Lipgloss-mäßig. Ich glaube, ich krieg das jetzt gar nicht mehr hin, wie das war.
Ah, da war es irgendwie. So. So ist doch ganz gut. Wir gucken noch mal wegen den Haaren. Das sieht ganz nice aus, aber das ist so langweilig. So, hier vorne. Ich sehe schon kommen, die Folge wird jetzt schon Überlänge haben. Obwohl wir noch nichts getan haben. Ich glaube, die Haare würden bei einer Elbe oder Elfe gut aussehen. Ich überlege gerade, aber ich glaube, vielleicht die Haare mal anders Farbe machen. Lila. Das ist so ein helllila. Schwarz. Ich mach die einfach schwarz und ich lasse die einfach so Haut. Lol, guck das mal die Faltenhaut an, ey. So vielleicht. Hautfarbe auswählen. Yeah, wir machen uns so braun. Nein. Wir lassen uns so, wie wir waren. Farbe. Oh, wir können im Gesicht so eine Schminke machen. Können wir uns so reinklatschen hier so. Nee, dann ist doch aber wieder das Augen-Make-up weg. Was soll denn die Scheiße? Oh ja, Tarnfarben. Nee, das lassen wir weg. Schönheitsflecken. Oh ja, wir machen hier riesen Narben. Mitten auf dem Punkt ein Schönheitsfleck. Ernsthaft? Wer kommt denn auf so eine behinderte Idee? Okay, wir machen keine Schönheitsflecken. Wir lassen die so, die ist schon schön. So, was meint ihr zu unserer Heldin? Können wir die so lassen? Ich denke es mal schon, ne? Dann gehen wir auf Skillset auswählen. So. Hier können wir dann verschiedene Skills sehen. Kampfzorn. Das sieht dann so aus, es ist Nahkampf. Skillset. Das Skillset Kampfzorn wird durch Kyrios, den Gott der Vernichtung, symbolisiert. Die vernichtenden Angriffe seiner Anhänger bombardieren ihre Feinde unbarmherzig, bis sie schließlich blutüberströmt in die Knie fallen und sich dem vernichtenden Sieg ergeben. Aber Nahkampf wollte ich eigentlich nicht. Zauberei. Oh yeah. Das sieht schon ganz geil aus. Der uralte Erzmagier Arenze symbolisiert die Zauberei. Seine Jünger entfesseln mächtige, unvorhersagbare Magie durch vielseitige Zaubersprüche der Elemente und des Schutzes. So wie Arenzeb einst einen Zorn und seine Traurigkeit kontrollierte, um seinem blutigen Schicksal mit Gelassenheit zu begegnen. Also ich muss dazu sagen, ich bin eher der Fernkampf-Mensch. Also ich bin nicht so Nahkampf. Bogenschießen. Auch cool. Taiyang, der Krieger der uralten Ebenen, gelobte einst die Stämme der Firan
mit Zielgenauigkeit und einer ehrlichen Seele zu beschützen. Selbst im Tod hält er sich noch an diesen Schwur und gewährt seine Kräfte jedem, der ein reines Herz besitzt. Seine Anhänger benutzen Fernkampfangriffe, um ihre Widersacher unnachgiebig zu verfolgen und grausam Gerechtigkeit zu üben. Vitalismus ist, glaube ich, Heiler, ne? Das Skillset des Vitalismus wird von Kybrosa symbolisiert, deren Aufgabe es ist, der Tor zum Traumreich zu bewachen. Anstatt an die Realität teilzuhaben, ihre Anhänger heilen gefallene Verbündete, anstatt an blutigen Schlachten teilzunehmen und sorgen für die notwendige Unterstützung der Lebenskraft im Kampf. Heilen wäre schon nicht schlecht vielleicht, ne, wenn wir so zusammenspielen. Wir schauen mal die anderen. Okkultismus. Aha. Sieht aber auch ganz geil aus. Okkultismus wird durch Nui symbolisiert, die Göttin des Todes und des Jenseits. Mit sachten Händen umfängt sie die gefallenen Helden und kleidet sie zur ewigen Ruhe. Ihre Jünger beschwören die Mächte der Gefallenen herauf, um Magieschaden zu verursachen und ihre Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen. Ist also das Böse. Und dann haben wir noch das Schattenspiel. Die Assassinen Melisara ist bekannt für ihre frevlerischen Versuche, die Göttin zu ermorden, und sie ist die Schutzpatronin des Schattenspiels. Ihre Jünger benutzen Tarnung, um nahe in den Feind heranzukommen, bevor sie ihm tödliche Wunden beibringen. Oder sie schneller vorwärts, um binnen weniger Herzschläge ihrer tödlichen Angriff zu starten. Okay, also ich bin jetzt am Überlegen, ob wir entweder diesen Zauberer nehmen. Was gibt's denn da? Flammenbolzen. Kettenblitz. Meteorenschlag. Sehr cool. Bogen. Bogen ist auch cool, aber ich bin echt am Überlegen, entweder Zauberer, Vitalismus oder Okkultismus. Wiederbeleben. Okkultismus ist halt das Böse und das Böse ist halt meistens stärker als das Gute. Und teilt den Wirker im gleichen Ausmaße. Guck mal, zum Beispiel die Fähigkeit. Wir fügen dem Gegner Schaden zu und heilen uns dadurch selbst. Aber ich glaube, wir werden einfach nur schlicht und ergreifend den Zauberer nehmen. Und geben einen Namen ein. Natürlich nennen wir uns Delicious Mel LP. Und gehen Zauberer. Nehmen wir wirklich den Zauberer oder nehmen wir doch den Bogenschützen? Oh, ich bin so unsicher, ne? Nee, ich denke, wir werden den Zauberer nehmen. Und dann erstellen wir unseren Charakter. Bestätigen. So, so sieht der dann aus. Sieht der richtig geil aus. Und dann würde ich sagen, treffen wir in der nächsten Folge Kevin und machen dann weiter. Bis zur nächsten Folge. Harani schlagen keine Schlacht, die sie verlieren. Vor Äonen, im Krieg zwischen Göttern und Helden, wurden die anderen Völker vernichtet. Aber das Volk, das man jetzt Harani nennt, war schlauer.
Sie wussten, wann sie kämpfen oder sich zurückziehen mussten. Wie sie überleben konnten. Auch wenn die Paläste in Auroria zu Staub wurden, blieb dieses eine Volk unversehrt. Die Göttin Nui versuchte, alle vor dem Krieg zu retten, ungeachtet ihres Volkes. Aber weder gemeinsamer Kampf noch Flucht konnte die unterschiedlichen Völker vereinen. Die Überlebenden erbauten ein neues Königreich in neuen Landen. Auch dieses Reich wurde zerstört von einem Prinz. Aber nahmen sie Rache? Nein. Der Prinz war mächtig. Wer überleben will, schlägt keine verlorene Schlacht. Sie verbrannten ihre Fahnen, überließen ihre Tempel der Wildnis und schufen eine neue Dynastie. Als Harani erschufen sie ein neues und mächtiges Königreich. Überleben und Gedeihen sind die beste Rache. Feinde sahen, wie die Harani mächtiger wurden. Das neue Imperium bot öde Savannen, grüne Steppen, eisige Gipfel und sonnige Felsen. Seit dem großen Exil hatte kein Volk etwas Vergleichbares erschaffen. Es stand an Schönheit und Reichtum selbst Auroria in nichts nach. Bis das Fatale geschah. Die Kaiserin starb. Der Erbe verschwand. Rivalen teilten sich das Reich. Viele verließen ihre Häuser in der Dschungelstadt. Es galt nicht als Risiko. Wahre Überlebenskünstler überleben überall. Vielleicht sind Kriminelle wie die Schattenfalken nur die Kehrseite. Auch sie tun, was nötig ist, um zu überleben, zu profitieren, zu gedeihen. Sie geben sich mit jedem ab, König oder Bettler, Ritter oder Dieb. Die meisten Harani wissen nicht, dass diese kriminelle Gilde ihren wahren Namen trägt. Auf Auroria waren Schattenfalken vor dem Krieg die ruhmvollsten und legendärsten Überlebenskämpfer. What if there was a gateway to the birthplace of magic? A magic that turned mortals into gods and heroes, imbued with powers from another place and time. One that could turn allies into enemies. And ravage the world with war. It offered hope and the power to save those you love. Would you face annihilation? For a chance to start anew? If the fate of the world was in your hands, the legend was true.